Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist Montag, eine neue Woche. Ja, und ich bin unterwegs. Es ist immer noch arschkalt. Und der Schnee liegt natürlich auch immer noch hier im Stadtpark jetzt gerade hergefahren. Eigentlich wollte ich nur mit dem Bus fahren. Ein bisschen sammeln und dann wieder zurückfahren. Also nicht wirklich laufen. Aber jetzt kamen... Warte, da kann ich mich anlassen. Jetzt kamen meine Touch-Handschuhe direkt an. Super schnell. Und Zeigefinger und Daumen haben so ein Touch-Panel. Also einen anderen Stoff. Und ja, die sind touchdurchlässig. Das heißt, ich kann jetzt mit angezogenen Handschuhen spielen. Was natürlich das Ganze deutlich angenehmer macht. Weil ohne Handschuhe geht es einfach nicht. Ja. Da frieren die Hände weg. Das war die letzten Tage brutal. Deswegen hat es auch wirklich kaum Spaß gemacht, weil es einfach nur ein Kampf war. Ja, und dann war ja auch noch ein bisschen so Schneegefriemel und so. Jetzt ist es, gibt es keinen Niederschlag. Jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt im Wetter, was sehr, sehr gut tut. Ich mag Schnee und so, aber es reicht. Heute früh hatten wir unter minus 10 Grad bei uns und auch jetzt haben wir minus 3 bis minus 4 Grad tagsüber. Also eine richtig, richtig kalte, winterliche Lage. Was ich ja eigentlich mag, aber für Pokémon Go ist es hier und da dann nicht ganz ideal. Aber egal. So, ich bin allein unterwegs, eine ganz klassische Folge. Heute ist nichts Besonderes. Heute wird einfach nur ein bisschen gegrindet. Der alltägliche Wahnsinn. Der allmontagliche Wahnsinn. Am Montag gehe ich irgendwie immer raus. Und dann am Dienstag. Und jetzt ist, also natürlich wegen der Rampenlichtstunde, die werde ich morgen auch spielen. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, was da kommt. Ich glaube, Gelatini ist irgendwann im Dezember. Ich glaube, ja, irgendwie nach Weihnachten dann oder halt bei Silvester. Also es kommen, glaube ich, ziemlich coole Rampenlichtstunden. Aber es ist egal, was morgen kommt. Ich will zocken, deswegen, selbst wenn es, keine Ahnung, selbst wenn es ein Horndio ist, ich würde rausgehen, weil ich das Game einfach mag, ja. Und genau, jetzt ist hier ein Reshiram Raid. Das eignet sich natürlich hervorragend für einen geilen Start. Natürlich gibt es jetzt hier nicht viele Leute, die spielen gerade. Und ich denke auch, ich bin der Einzige, der in Rot gerade spielt. Aber ich werde mich hier reinsetzen und ja, per Fernraid einfach versuchen, ein paar Leute anzulocken. Ich habe gestern tatsächlich gestern Nacht entschlossen, noch einen Hisui Admurai Raid aus der Ferne zu machen. Ich hatte nämlich noch einen Fernraid Pass übrig. Ja, aber natürlich auch da kein Glück. Also hier ein 2 Sterne ohne Shiny. Aber ja, die Chance habe ich mir nicht nehmen lassen wollen. Deswegen, es hätte auch anders laufen können. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es ein Fehler war. Aber mies gelaufen, so ist das. Ja, und ich habe auch schon fleißig gefarmt beim Herfahren und auch gefangen. Da habe ich vorhin ein Bisasam gefangen mit einer guten IV hier. Zack. Mit 95 ungefähr, also mit 2 Stufen unter 100. Ich weiß nicht, wie gut mein bestes Bisaflor ist. Ich glaube, nicht mal 3 Sterne. Weil früher habe ich das Bewertungssystem nicht verstanden und auch nicht genutzt. Also vor, keine Ahnung, 2020. Okay, das hat 3 Sterne. Oh, warte, das... Ja. Da ist das Neue aber um einen Punkt höher. Auch okay. Das sind schon gute. Oh ja. Ja, Glückspokémon ist natürlich mächtig. Aber eigentlich, also streng genommen, ist das dann mein Bestes. Ich habe nicht so viele Bonbons, ich weiß nicht. Ich überlege mir das, ich heb's mal auf. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr jetzt machen würdet. Ist jetzt halt nicht so notwendig, aber wegen einer IV, aber ja, genau, dann bewerte ich hier nochmal kurz durch, ob ich irgendwas Krasses gefangen habe im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns gleich zum Raid, wenn hoffentlich ein paar Leute kommen. Ansonsten werde ich meine Route wahrscheinlich wieder gehen, den Abenteuerrauch dann am Heimweg machen. Vielleicht fahre ich aber auch im Bus heim, das muss ich spontan gucken, je nachdem wie kalt mir ist. Aber ja, ich habe Bock, außen zu sein.
So viele Parfis irgendwie. Seit neuestem ist hier ein Parfi-Nest irgendwie. Okay, nichts Krasses dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich zum Raid, wenn sich's füllt. Ich würde sagen, 3 brauchen wir mindestens. Und dann kann's losgehen. Mal schauen, ob sich's zusammengeht. Wir sind gespannt. Bis gleich. Was auf jeden Fall sehr auffällig und nervig ist an der neuen Season, finde ich, ist, dass man jetzt halt wieder nur 20 Geschenke aufbewahren kann. Und auch nur... Wobei, nee, verschicken gibt's kein Limit, aber man kann nur 20 aufmachen und genau, auch im Beutel behalten. Das ist super, super nervig. Sorry Leute, ich habe mich gerade ein bisschen verhaspelt, weil da jemand gekommen ist. Auf jeden Fall, ja, man kann nur 20 Geschenke im Beutel tragen und ich glaube auch nur 20 öffnen. Und das spürt man. Das ist echt nervig. Also ich habe ja über FC Swap mir einige Freunde geholt, sag ich mal. Da habe ich jetzt auch schon den ersten auf beste Freunde und da kommen auf jeden Fall noch mehr. Hier 259 und wenn du da an alle verschicken willst, dann ja, musst du halt quasi wirklich dauerhaft umgeben sein von Pokestops, weil mit 20 kommst du halt nicht weit. Das ist so eine Sache, die auf jeden Fall spürbar ist. So, wie auch immer, ist aber jetzt nicht allzu schlimm so. Das ist okay, man kann ja auch mal einen Tag lang nicht an jeden Geschenke schicken. Auf jeden Fall schließe ich jetzt hier die Route ab. Das müsste das 20. Mal sein, glaube ich. Ah, nee, das 21. Mal. Oh Gott, die nächste Stufe bei 100. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Bisschen Sternstaub. Ja, die Belohnungen bleiben relativ schwach, aber das ist okay. Das ist ja auch keine wirkliche Leistung. Aber gut, so passt das. Und ihr seht schon, ich bin mit den EP richtig, richtig weit drüber. Ich muss nur noch die scheiß Ebolis entwickeln. Blitzer, Flamara und Aquana habe ich schon. Die anderen habe ich irgendwie vergessen, wie es geht. Nachtara, Felinara, Folipurba und sowas. Aber das wird auch noch gehen. Okay, leider hat das mit dem Reshiram nicht mehr hingehauen. Da kommen wirklich keine Leute, auch durch Fernraid. Ich habe alle eingeladen, die online waren. Keine Chance. Kann ich auch nicht... kann mich jetzt auch nicht beschweren, weil das ist natürlich verständlich bei dem Wetter. Naja, jetzt laufe ich hier aus dem Stadtpark raus und zu einer Bushaltestelle und fahre dann tatsächlich heim, weil ich jetzt auch keinen Bock auf diesen Berg da habe. Ja, ich mache heute entspannt. War trotzdem cool und beziehungsweise kann ja noch was passieren. Ich grinde noch. Auf dem Weg kommt leider auch kein Raid mehr, so wie es aussieht. Da werde ich wohl heute Abend oder wenn irgendwas Interessantes bei mir zu Hause in der Nähe kommt, werde ich dann halt mal ja, vor die Tür steppen und nochmal Pokémon Go anwerfen. Ja. Naja, ich grinde mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns wahrscheinlich. Wobei, nein, ich habe euch noch was zu sagen. Stimmt. Ich habe gerade eine Feldforschung abgeschlossen, wo ich was sehr Gutes rausbekommen habe. Nämlich ein fast 100er. Ist kein krasses Pokémon, aber immerhin. Und zwar, ja, ein Geweiher. 337. Aus einer Feldforschung, eine Stufe unter 100, das wird entwickelt. Maskeregen ist jetzt nicht das krasseste, denke ich mal. Aber vielleicht für die Superliga ja irgendwann mal zu gebrauchen. Deswegen pushe ich das auf jeden Fall auf Superliga. So, keine Ahnung, wie gut das ist. Muss mal gucken. Ja, auf jeden Fall, ich grinde hier, wenn noch was passiert, dann schneide ich euch rein. Ansonsten vermute ich dann erst zum Raid. Mal gucken, wie viel. Ich habe in letzter Zeit viel Sternschub ausgegeben. Gestern Abend habe ich auch wieder einiges gepusht. Ja, 38.000 ist schon einiges, aber genehmige ich mir jetzt mal. Naja, dann erstmal Cut und wir sehen uns gleich. Okay Leute, ich melde mich hier nochmal. Ich bin zurückgefahren und jetzt ist hier noch ein... Hunduster. Kein Krypto, einfach nur ein ganz normaler Ein-Sterne-Raid. Ist also wirklich nichts Besonderes, aber besser als nichts. Also im Endeffekt ist dieser Pass wirklich rausgeschmissen. Also ist total sinnlos eigentlich. Man kann nur hoffen auf einen Shiny und auf einen 100er. Ansonsten, ich habe gute Hundemon. Also kein Bedarf. Ich mache das eher für die Belohnungen und für ein bisschen Content. Deswegen hauen wir jetzt hier kurz das Hunduster weg und ja, ich habe den Abenteuerrauch noch, den habe ich nicht gezündet. Den werde ich jetzt gleich noch zünden und noch ein bisschen hier um die Häuser ziehen und hoffen, dass ich vielleicht noch was Geiles finde. Ansonsten sehen wir uns dann zu Hause, aber jetzt erstmal zum Raid.
ja, das sollte recht schnell gehen. Wir sehen uns gleich zum Fangen und zu den Belohnungen. Okay, also Belohnungen waren nicht so krass. Eine goldene und zwei Sonderbonbons. So, mal gucken. Kein Shiny. Okay, vielleicht kannst du ja von der IV irgendwas auf die Kette bringen. Wir gucken mal. Ja gut, zwei Sterne, nicht so stark. So, keine Ahnung, was hier los ist. Hier sind gerade so viele Leute unterwegs. Furchtbar. Kann man kaum mal einen vernünftigen Satz auf die Reihe bekommen. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen rum und mache den Abenteuer auch an. Wenn was da kommt, dann sehen wir uns ansonsten zur Abmoderation. Bis gleich. So, zurück in der Bude. Schön warm hier. Und jetzt machen wir das Outro. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Ich habe gestern noch ein Abra gefangen mit einer guten IV, wie ihr seht. Und mir hier noch ein schönes Simsala entwickelt. Also das ist auf jeden Fall cool. Leider knapp über Hyperliga. Das heißt, für Hyperliga kann ich es nicht benutzen. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Das ist mein bestes Simsala bisher. Joa, und jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was ich mit dem Kollegen hier mache. Ich behalte ihn jetzt einfach mal so und guck. Ein 12-Kilometer-Ei haben wir knapp verpasst. Der Abenteuerrauch läuft auch noch. Ein paar Minuten, aber das ist egal. Ich wollte heim, mir ist kalt. Und ich würde sagen, zum Abschluss der Folge machen wir noch einen schönen Pokémon Go-Kampf in der Go-Liga. Denn ich habe ein ziemlich nice Team. Wir sehen es gleich. Aktuell gibt es die Superliga und den Retro Cup. Bei Retro Cup weiß ich gar nicht groß, was der Unterschied sein soll. Im Prinzip das gleiche eigentlich vom Gefühl. Wir machen Superliga. Auf jeden Fall habe ich hier ein geiles Team. Mein 100er Bomber Dame natürlich mit sehr geilen Attacken. Mein Shiny Giflo vom Feldforschungstag mit Mirabla, was auch sehr geile Attacken hat. Und Ariados mit Giftstreich. Richtig dope. Eigentlich ist es, glaube ich, schlauer mit Ariados zu starten, weil mit Giftstreich man recht schnell die Schilde brechen kann. Ja. Aber wir fangen jetzt einfach mit Bomadame an, weil die eine super, super krasse. Das hat eine super krasse Sofort-TM. Das ist, glaube ich, Konter oder so. Also zieht recht viel. Gut, jetzt gegen Feuer natürlich nicht ganz so nice, deswegen gehen wir erstmal aufs Schild. Feuer ist halt so meine Schwäche jetzt in dem Team. Das ist das Problem, deswegen. Im Prinzip sind es drei Pflanzen-Käfer-Pokémon. Wir bräuchten noch irgendwas mit Wasser oder Elektro. Die Weiterentwicklung von WhatsApp, die habe ich, die ist auch sehr gut mit dem Moveset. Vielleicht tausche ich die gegen das Ariados, mal gucken. So, Sonfel hat leider jetzt auch eine schnelle Lade-TM, das heißt wahrscheinlich, ja doch, ich schaff's noch, gerade so. Aber ob er jetzt nochmal das Schild nutzen wird, ich glaube nicht. Hat er jetzt auch gesehen, Giftstreich. Okay. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir gehen mal auf Giflo und gucken, was der macht. Ah, das ist mies jetzt, ne? Jetzt habe ich nicht vorhin aufgepasst, was für einen Attack er hat. Ich muss jetzt pokern. Steinhagel, okay. Besser als Feuer schon mal für uns. Ah, der hat gute Konter. Scheiße. Ja, das sieht jetzt nicht gut aus. Den muss ich jetzt hier durchlaufen lassen. Ja, Bomadame, ob die das schafft, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Ja, da haben wir ein bisschen Pech jetzt. Schattenknochen ist an sich nicht gut. Ja, der hat halt auch noch ein Schild und Bomadame Konter ist langsam. Ich werde, glaube ich, die nächste Lade-TM von ihm durchlaufen lassen, weil Schattenknochen ist Unlicht. Ich glaube, das lässt uns relativ kalt. Ich poker jetzt, weil ich brauche für Sonnenfell die, das Schild. Wir gucken mal, wie viel. Okay, ein zweites Mal halten wir nicht aus. Und die Verteidigung sinkt. Dann müssen wir das nächste Mal auf jeden Fall shielden. Okay. Ja, das ist jetzt bitter. Das wird, glaube ich, nichts. Ich glaube, mit der Sofort-TM komme ich ja auch nicht durch. Ich muss die Lade-TM jetzt benutzen. Wenn ich auch noch dazu komme. Ah, okay, okay, er switcht. Das ist ungewohnt, beziehungsweise das ist unerwartet. Mal gucken, wie gut Psychokinese jetzt gegen Sonfell ist. Psychstrahl, meine ich. Okay, kein guter Vorzeigekampf, aber normalerweise geht es mit dem Team echt ganz gut. Vielleicht sollte ich da wirklich was switchen. Entweder Giflo oder Ariados. Ich switch Ariados gegen diese Spinne. Wie heißt die nochmal? Irgendwas mit Vol? Voltula, genau. Sehr, sehr stark. Vielleicht switch ich Voltula an Bomadame. Da mache ich jetzt kurz noch einen Kampf, genau. So. Kurz noch einen Kampf hier. Ja, die Folge ist, glaube ich, schon lang genug, aber ich will hier nochmal einen Win haben eigentlich.
In der letzten Go-Liga habe ich, glaube ich, genau 1000 Kämpfe gemacht und ganz knapp die 500 Siege verpasst. Das waren, glaube ich, 493 oder so. Richtig mies. Aber über 1 Million Sternstaub gemacht. Also, das lohnt sich extrem. Ich will auch in dieser Season wieder Gas geben in der Go-Liga. Und ja, also, wenn ich dran denke, jeden Tag die vollen Anzahl von Kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Ich habe nie mitgezählt. Ich denke mal so 20, 30 oder so. So, er startet mit dem Gardevoir. Das ist okay. Hat auch schon ein Schild verloren. Jetzt hat er gewechselt. Okay. Ein Zwirfens vom Dia de Mertos Event. Da werde ich jetzt auf jeden Fall hier mal schilden. Sieht aber an sich ganz gut aus hier. Gegen Zwirfens kommen wir sehr gut durch mit Giflor. Mal gucken. Okay, er kommt zu keinem neuen Ladetm, das ist gut. Kommt er jetzt zurück in Gardevoir? Mit Irokex, okay. Das ist auch ein recht gutes Pokémon, habe ich so das Gefühl, für die Superliga. Habe ich schon öfter Probleme gegen gehabt. Ja, jetzt müssen wir leider hier das Schild brechen mit einer sehr, sehr lang aufladenden TM. Das ist immer ein bisschen bitter. Ich werde hier durchlaufen lassen und alles jetzt auf Burmandame setzen. Steigerungshieb ist gar nicht stark. Deswegen würde ich jetzt auch, wenn er es wieder einsetzt, hier auf Burmandame durchlaufen lassen. Ja, Steigerungshieb dürfte eigentlich kein Problem sein jetzt hier. Wir müssen uns das Schild dann gut aufbewahren. Ja, das ist absolut kein Problem. Jetzt können wir hier ganz gut Lade-TM aufladen. Dann werden wir die, wenn es geht, auch nicht verwenden für ihn. Das dauert jetzt ein bisschen natürlich. Vielleicht schneide ich das für euch. Vielleicht schneide ich das für euch, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier die Sofort-TM reindrücken, bis er stirbt. Damit ich dann genug habe für den letzten. Ja, wobei, jetzt glaube ich, muss ich doch dann bald schilden. Beziehungsweise eine Lade-TM ausgeben. Ja, doch, ich gebe gleich eine aus. Jetzt. Dann sollte mit dem Schild das für den nächsten reichen. Und dann sollten wir das eigentlich schaffen. Gehe ich mal von aus. Ja. Oh, warum... Warum hat es denn sofort eben so viel Schaden gemacht? Sinkt der Angriff bei Psychstrahl? Das ist seltsam. Ja gut, kacke, ne? Egal. Das war jetzt gar nicht geplant. Ich beende die Folge, das war's, macht's gut, bis dann und ciao.